des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Mädchen und Jungen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserer Familienmesse am Heiligen Abend. Der Stall steht schon eine Weile in der Kirche, jetzt ist die Krippe komplett. Was nicht komplett ist, das ist die Gemeinde. Sonst haben wir hier annähernd 1.500 Leute. Heute sind es nur die Familien derer, die mitwirken. Corona bringt alles durcheinander in der Gottesdienstordnung und auch in ihrem privaten Leben. Corona bedeutet für viele Dunkelheiten, Einsamkeit. Aber wenn wir dann mal auf Weihnachten schauen, der Stall in Bethlehem war auch ein Notbehelf. Er hatte seine Dunkelheiten. Und darum können wir schon ganz authentisch Weihnachten feiern, auch wenn es nicht in der gewohnten Weise ist. Es geht ja nicht um ein Ereignis vor 2000 Jahren. Heute, sagt der Evangelist Lukas, ist uns der Heiland geboren. Und das hat er nicht am gleichen Tag gesagt, sondern viele Jahrzehnte später. Dieses Heute ist typisch für ihn. Es sagt, auch für uns gilt diese Botschaft. Er will auch in uns Mensch werden. Und dazu müssen wir uns seiner Botschaft öffnen, dem Angebot Gottes. Und dass uns das gelingt, darum wollen wir jetzt im Kyrie bitten. Was wir ihm, was wir einander schuldig bleiben. Er schenke uns den Geist der Weihnacht und die Kraft, aus diesem Geist zu leben. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, heute am Heiligen Abend feiern wir die Geburt deines Sohnes. Mensch ist er geworden, um unser Bruder zu sein. Darüber freuen wir uns. Lass uns heute auch spüren, was es für uns bedeutet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Es folgt jetzt die Lesung. Die führt uns über 700 Jahre vor Christi Geburt in das Jahr um 730.
In dieser Zeit ist Israel verstrickt in militärische Auseinandersetzungen. Der Prophet hatte davor gewarnt, die Politiker nicht gehört, und jetzt ist Israel vom Untergang bedroht. Und da darf der Prophet ein Wort des Trostes und der Ermutigung sprechen, der Zukunftsperspektiven. Sie hören in dem Text noch die Militärstiefel dröhnen und das Joch der Unterdrückung auf der Schulter. Und in dieser Zeit kündigt der Prophet die Geburt eines Kindes an, das Heil bringt. Wir wissen nicht, wen er gemeint hat. Aber später wurde diese Stelle auf Jesus bezogen und darum ist sie auch Teil der Weihnachtsliturgie. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
dieser Stelle kommt jetzt das Krippenspiel. Wir können das Krippenspiel heute nicht aufführen, das wussten wir. Das würde mit Corona schwierig werden. Und darum hat das Gottesdienstkomitee, der Gottesdienstkreis, in den letzten Wochen mit Kindern, die sich aus Familien schon an einen Tisch setzen konnten, das Spiel aufgezeichnet. Sorgsam beachtet haben wir dabei, wie es unter Corona-Bedingungen gehen kann. Das Video dieses Krippenspiels, das zum Evangelium hinführt, das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir schreiben den 24. Dezember. Es ist ein kühler Tag und viele Menschen befinden sich auf dem Weg. Auch Maria und Josef sind unterwegs. Sie kommen aus Nazareth. Dort arbeitet Josef als Schreiner. Er ist seit einiger Zeit mit Maria verlobt. Nun müssen die beiden nach Bethlehem gehen, um sich dort in Listen schreiben zu lassen. Denn Kaiser Augustus hat erlassen, dass sich jeder zu seinem Heimatort begeben solle, um sich dort zählen zu lassen. Josef, wie weit ist es wohl noch? Meinst du, wir sind überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja, ich glaube schon. Ich habe ein gutes Gefühl und bin mir sicher, dass es nicht mehr weit ist. Da unten sind schon die Lichter der Stadt. Gut, Josef, du findest ja immer den richtigen Weg. Aber ich kann bald nicht mehr. Das Laufen fällt mir so schwer. Ja, für dich muss der Weg sehr anstrengend sein, Maria. Aber wir müssen nicht mehr lang laufen. Bald haben wir es geschafft. Halt noch ein bisschen durch. Maria und Josef sind schon lange unterwegs und erschwerend kommt noch hinzu, dass Maria schwanger ist. Sie steht kurz vor der Geburt eines Kindes und ihr fällt der lange Weg natürlich schwer. Als sie eine Weile weitergegangen sind, steht auf einmal ein Esel mitten auf dem Weg und blickt die beiden Wanderer neugierig an. Josef, schau mal, da vorne, der Esel. Er läuft frei herum und scheint niemandem zu gehören. Meinst du, er könnte uns ein Stück des Weges begleiten und vielleicht die Bündel tragen? Wenn er stehen bleibt, geht das bestimmt. Das Tier ist nicht scheu und betrachtet Maria und Josef mit lieben Augen. Der Esel scheint sich über die Abwechslung zu freuen und lässt sich bereitwillig die Gepäckbündel auf den Rücken binden und setzt zusammen mit ihnen den Weg fort. Dich schickt der Himmel. Danke, lieber Esel. Dankbar über den hilfreichen Gefährten setzen Maria und Josef ihren Weg fort und kommen zügiger voran, weil sie die Last des Gepäcks nicht länger tragen müssen. Der Tag neigt sich dem Ende zu und die Abendkühle zieht auf. Es wird Zeit, dass sie die Stadt erreichen. Auf einem Feld, das an den Weg grenzt, sitzt eine Bauersfrau im Gras und hütet ihre Kühe. Die Bauersfrau sieht die beiden Wandersleute auf dem Weg und kommt näher. Hallo, wohin des Weges? Wir wollen nach Bethlehem. Aha, wer seid ihr denn? Ihr kommt doch nicht von hier, oder? Ich kenne euch gar nicht. Wir sind aus Nazareth. Wir kommen wegen der Volkszählung. Ja, da kommen gerade viele. Ihr solltet euch beeilen. Und in deinem Zustand braucht ihr dringend eine Unterkunft. Ja, eine Unterkunft und etwas zu essen. Jetzt noch eine Herberge zu finden, wird bestimmt nicht einfach. Aber ich könnte euch etwas Brot und frisches Wasser anbieten. Es ist nicht viel, aber besser als nichts. Hier, nehmt nur. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen. Unser Proviant hat nicht lange gereicht. Ja, herzlichen Dank. Ich teile gerne. Nehmt nur. Die Kühe müssen in den Stall. Ihr solltet am besten auch jetzt weitergehen, damit ihr nicht zu spät kommt, um euch noch eine Herberge zu suchen. Alles Gute für euch. Dankeschön. Dankeschön. Maria und Josef bedanken sich und ziehen weiter. Josef wird unruhig wegen der Dinge, die die Bauersfrau gesagt hat. Er sorgt sich, dass sie rechtzeitig eine Unterkunft finden, denn er merkt, dass Maria kurz vor der Geburt ihres Kindes steht. Sie laufen weiter den Lichtern der Stadt entgegen. Josef versucht, Maria zu stützen und redet ihr Mut zu. Jetzt müssen wir ein Zimmer für uns suchen. Wir klopfen dort vorne. Das Haus sieht groß aus. Vielleicht haben die ein Zimmer für uns.
wollt ihr? Haben Sie vielleicht noch ein Zimmer für meine Verlobte und mich? Nein, es ist alles besetzt, nichts frei. Oder eine kleine Kammer vielleicht? Nein, ich sagte ja bereits, dass alles voll ist. Außerdem mag ich nur Leute, die ordentlich gekleidet und auf Pferden unterwegs sind, nicht auf einem struffigen Esel. Ihr seht aus wie Landstreicher. Lasst mich in Ruhe und schert euch fort. Komm, Josef, lass uns lieber gehen. Ja, wir gehen. Hier sind wir nicht willkommen. Maria und Josef verstehen nicht, warum die Frau so unfreundlich war und gehen schnell weiter. Sie hoffen, an der nächsten Tür Einlass zu finden und eine Unterkunft für die Nacht zu bekommen. Denn die Sonne geht unter und die Dunkelheit nimmt zu. Sieh nur, Maria, hier ist ein großes Haus. Hier finden wir bestimmt eine Bleibe für die Nacht. Er klopft an die Tür. Hallo, liebe Leute! Was wollt ihr? Warum klopft ihr hier? Guten Abend. Wir brauchen eine Unterkunft für die Nacht. Wir haben einen langen, anstrengenden Weg hinter uns. Wir müssen ein Plätzchen finden. Ihr redet zu viel. Hier ist kein Platz für euch. Liebe Frau, bitte helfen Sie uns doch in unserer Notlage. Mein Verlobter und ich, wir müssen uns unbedingt ausruhen. Sehen Sie denn nicht, dass ich schwanger bin? Bitte helfen Sie uns. Wir brauchen nicht viel Platz. Nein, nichts zu machen. Ich habe kein Zimmer frei. Hier kommen tausende Leute vorbei und wollen irgendwas. Ein Schluck Wasser, ein Stück Brot, eine Unterkunft. Und was kriege ich? Gar nichts. Nur Ärger habe ich mit euch. Jetzt ist Schluss. Geht weg. Maria und Josef sind erschrocken, wie verärgert die Frau reagiert, und ziehen bedrückt weiter. Die Nacht wird kälter und Maria kann kaum noch laufen. Zur gleichen Zeit ereignet sich auf einem Feld vor den Toren Bethlehems etwas Besonderes. Es ist schon lange her, sehr lange. Und es geschah in einem fernen Land. Gott hatte beschlossen, nun endlich den Retter der Menschen zu schicken. Denn die Menschen lebten in Unfrieden und Streit, aber sie sehnten sich nach Frieden. Der Retter sollte in einem kleinen Ort in Israel geboren werden. Um die Geburt des Heilands anzukünden, gab er uns Engeln eine wichtige Aufgabe. Wir sollten einen Stern über Bethlehem aufsteigen lassen. Alle sollen ihn sehen können. Der Stern ist ein Zeichen für die Menschen. Ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht. Ein Zeichen für Vergeben und für Frieden. In Bethlehem wird es geschehen, denn Gott liebt die Menschen und sendet ihnen seinen Sohn, der geboren wird von Maria. Die Engel verbreiten einen hellen Schein auf dem Feld. Auch die Schafe spüren ihre Anwesenheit. Komm, lass uns mal nach den Schafen sehen. Ach, warum denn? Sie sind so unruhig in dieser Nacht. Sie blöken und ruhen nicht so wie sonst. Vielleicht ein Wolf, der sich ein Lamm holt. Das wäre ja schrecklich. Wir müssen achtsam sein. Komm, lass uns zu den Schafen gehen. Die Hirten erheben sich von ihrem Lager und gehen näher zu ihrer Herde. Plötzlich ruft einer der beiden aus. Sieh mal da! Was ist denn? Was meinst du? Dort oben, so ein heller Stern. Siehst du den auch? Der ist ja riesig und so hell. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Das muss ein neuer Stern sein. Wir kennen den Nachthimmel doch. Das muss etwas bedeuten. Ja, bestimmt. Aber was? Das weiß ich nicht. Noch nicht. Ja, es wird etwas geschehen. Etwas Wunderbares. Die Hirten spüren, dass dies eine besondere Nacht ist. Zur gleichen Zeit befinden sich Maria und Josef immer noch auf dem Weg, weil sie noch keine Bleibe für die Nacht finden konnten. Für Maria wird es immer beschwerlicher. Sie weiß, dass die Zeit der Geburt ihres Kindes immer näher rückt. Und Maria, geht es noch? Ich sehe da vorne schon die Häuser der Stadt. Vielleicht gibt es da ja einen Hof oder eine Herberge, wo wir unterkommen können. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal einen Platz finden, an dem wir unterkommen können. Aber ich bin so müde. Halt noch ein bisschen durch. Ich werde die Hirten fragen, ob sie eine Herberge kennen. Da entdecken die Hirten auf dem Feld die zwei Wanderer. Sie wundern sich, dass sie noch zu so später Stunde unterwegs sind. Guck mal da, da kommen zwei Menschen. Und die Frau ist schwanger. Die kommen nicht von hier. Josef ergreift das Wort und sagt: Guten Abend, ihr Hirten. Guten Abend. Wir wollen nach Bethlehem und brauchen dringend eine Bleibe für die Nacht. Nach Bethlehem? Seid ihr auch wegen der Volkszählung unterwegs? Ja. Könnt ihr uns helfen? Wir sind sehr erschöpft und müssen uns unbedingt ausruhen. Ich hoffe, ihr findet noch was. Bethlehem ist voller Menschen, die von überall herkommen.
Ich glaube, das Kind kommt heute noch zur Welt. Wir brauchen unbedingt ein Dach über dem Kopf. Los, wir wollen dann weiter. Halt, stopp! Mir scheint, als könnte deine Frau nicht mehr weit gehen. Wir haben zwar kein Zimmer in der Herberge und auch keine Stube auf dem Hof, aber es ist immerhin besser, als unter freiem Himmel zu schlafen. Wir haben dort hinten einen Verschlag für die Tiere. Stimmt, unser Stall. Das ist ein guter Ort für eine Nacht. Dort ist es warm durch die Tiere und weich durch das Stroh. Und wundersamerweise ist es auch sehr hell wegen dem Stern dort oben. Und Maria, sollen wir das Angebot annehmen? Ja, das sollten wir tun. Danke, liebe Hirten. Ihr seid so gute Leute. Maria und Josef sind erleichtert und nehmen dankend die Hilfe der Hirten an. Es ist natürlich anders als erwartet und Josef ist sich nicht sicher, dass die Unterkunft geeignet ist, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Aber er weiß auch, dass sie keine andere Wahl haben. Er vertraut auf Gottes Hilfe. Die Engel verfolgen das Geschehen auf Erden. Sie sehen, wie drei Weisen aus dem Morgenland aufbrechen, um dem Stern zu folgen. Schaut mal, die drei Könige aus dem Morgenland. Sie sind fast am Ziel. Sie sind ja auch schon lange unserem Stern gefolgt. Aber was machen sie denn da? Sie biegen nach Jerusalem ab. Ach du meine Güte, sie glauben, der neugeborene König kommt im Königspalast zur Welt. Ja, sie suchen nach dem verheißenen König im Palast. Sie sind auf dem Weg zu Herodes. Die drei Weisen aus dem Morgenland werden zum König vorgelassen und dürfen zu ihm sprechen. Verehrte Herren, was führt euch hierher nach Jerusalem? Ihr seht aus, als hättet ihr eine weite Reise hinter euch. Ja, wir sind die drei Könige aus dem fernen Morgenland. Wir sind viele Tage gewandert und immer dem Stern nach. Dem Stern? Welchem Stern? Wir haben in unseren alten Schriften gelesen. Wenn ein Stern im Westen aufgeht, kommt ein neuer König auf die Welt. Und er wird der Heiland, der Retter sein und allen Menschen Frieden bringen. König, Heiland, Retter, hier bei mir in Jerusalem? Das wissen wir nicht so genau. Wir sind den Sternen gefolgt. Da fragen wir doch mal meine Experten und Schriftgelehrten. Ja, mein Herrscher, alle Propheten haben davon gesprochen. Ist es wahr? Kommt er endlich? Ich weiß nicht. Steht da auch, wo er geboren werden soll? Oh ja, mein Herrscher, in Bethlehem. In Bethlehem? Das kann eigentlich nicht sein. Das ist ein ganz kleiner Ort irgendwo im Osten. Bethlehem! Gut, dann haben wir jetzt ein Ziel. Dann brechen wir sofort auf. Vielen Dank, König Herodes. Halt, wartet! Ja? Was noch? Wenn ihr den König gefunden habt, kommt noch mal her und erzählt mir von ihm. Ich möchte ihn auch anbeten. Die drei Könige verlassen den Palast in Jerusalem und machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Sie wundern sich über das Verhalten des Königs Herodes und fragen sich, ob Herodes wirklich so erfreut ist über die Kunde, dass ein neuer König geboren ist. Denn was würde das für Herodes bedeuten? Sie beschließen, achtsam zu sein. Auf dem Feld ist es dunkel. Die Hirten halten Nachtruhe am Feuer und alles ist ruhig. Da erfüllt ein heller Schein das Feld und erschreckt die Schlafenden. Was ist los? Erschreckt mich doch nicht so. Es ist so hell, mitten in der Nacht. Schau mal da, da sind leuchtende Gestalten auf unserem Feld. Das sind Engel. Fürchtet euch nicht. Wir verkünden euch eine große Freude. Heute ist euer Retter geboren, der Heiland. Der Friedenskönig. Schnell, macht euch auf und lauft zum Stall. Dort werdet ihr ihn finden, in der Krippe in Windeln gewickelt. Und ihr Hirten sollt die Ersten sein, die unseren neuen König sehen und anbeten. Kommt schnell, wir laufen zum Stall. Der Retter ist geboren. Die Hirten sind sehr aufgeregt und lassen alle stehen, um aufzubrechen. Die Hirten treten ganz leise in den Stall ein und Maria und Josef schauen ihnen freundlich entgegen. Hallo, wir kennen uns doch. Ihr habt uns gestern den Weg gezeigt.
Das hier ist euer Stall. Ja, richtig. Gerade kam ein Engel zu uns und sagte, hier sei ein Kind geboren, der neue König. Kommt ruhig näher. Das hier ist unser Kind. Das heißt Jesus. Die Hirten treten langsam zur Krippe, um das Neugeborene nicht zu erschrecken. Im Stall herrscht ruhige und besinnliche Stimmung. Alle Aufregung und Eile fällt von den Hirten ab und wird in Ruhe und Demut verwandelt. Sie merken, dass die Engel ein wirkliches Wunder kundgetan haben und sind glücklich, am Stall sein zu dürfen. Liebe Familie, wir werden nun gehen, zurück zu unseren Schafen. Wir haben ihn gesehen, den Heiland. Wir danken euch. Wir wünschen euch einen sicheren Heimweg. Der Friede des Herrn sei mit euch. Wir werden allen erzählen, was wir gesehen haben und dass wir euch getroffen haben. Jesus ist geboren und die Hirten haben Jesus bereits als Erste im Stall gesehen. Die Könige dagegen sind noch auf dem Weg. Sie haben Geschenke dabei, um den neugeborenen König zu huldigen. Aber ihr Weg ist noch nicht beendet. Sie werden noch einige Tage unterwegs sein und dem Stern noch weiter folgen, bis sie bei Jesus und seinen Eltern eintreffen. Und die Engel finden in dieser heiligen Nacht keine Ruhe. Sie singen Lieder und musizieren, denn ihre Freude ist groß. Der Retter der Welt ist geboren. Jesus wird die Herzen der Menschen berühren und von Gott erzählen. Er wird die Lehre Gottes verkünden und so leben, wie Gott es für die Menschen vorgesehen hat, in Frieden und in Liebe. Er wird uns allen ein Vorbild sein. Er teilt mit den Armen, er tröstet die Traurigen, er heilt die Kranken, er hört die Stummen, er beachtet die im Abseits stehen. Und alle, die an ihn glauben, werden Frieden und Freude finden in ihren Herzen. Die Menschen sollen sich fortan erinnern an das Kind in der Krippe, an Maria und Josef, an den ärmlichen Stall und an den Stern, der Licht in die Dunkelheit bringt, an diese heilige Nacht. Jahr für Jahr soll sich die Menschheit daran erinnern, an das, was wirklich wichtig ist. Sie sollen dem Kind zu Ehren ein Fest feiern. Ein Fest der Familie, ein Fest der Ruhe und Besinnung, ein Fest der Liebe und Hoffnung. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten! Jetzt wollen wir den Originaltext hören, der unserer Geschichte zugrunde liegt. Der Herr sei mit euch.
aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Menschen ist Jesus geboren, für Arme und Reiche, für Junge und Alte, für Fröhliche und Traurige, für Einsame und Kranke. Und deshalb wollen wir jetzt für alle Menschen beten, für die Menschen hier bei uns und auf der ganzen Erde. Wir beten für unsere Familien, Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde. Wir danken für alle Liebe, die sie uns immer wieder schenken und bitten, dass es uns auch gelingt, gut zueinander zu sein. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die an diesen Weihnachtstagen einsam und traurig sind, für die Kranken und für die, die ihnen beistehen, für Ärzte, Pflegepersonal und Wissenschaftler, für alle, die einen Menschen verloren haben und trauern. Gott, unser Vater, wir beten für alle auf dieser Welt, deren Leben dunkel ist und die nicht wissen, wie es weitergehen wird. Wir beten für alle, dass sie immer wieder Hoffnung haben für ihr Leben. Wir bitten darum, dass sie immer wieder Menschen finden, die sie nicht allein lassen und durch ihre Hilfsbereitschaft ein wenig Licht in das Leben bringen. Gott, unser Vater. Wir beten für alle, die dort leben müssen, wo Menschen miteinander im Streit sind. Wir beten für die Menschen, die auf der Flucht sind und beten für die Opfer von Terror und Krieg und deren Angehörige. Lass uns auch über diese Weihnachtstage hinaus mit ihnen verbunden fühlen. Gott, unser Vater. Wir beten für alle Kinder, denen es nicht gut geht. Wir beten für alle Kinder,
die in diesem Jahr geboren wurden und die im kommenden Jahr auf diese Erde kommen werden. Dass ihr Leben voller Licht und Freude sein wird und wir ihnen ein guter Begleiter sind. Gott, unser Vater. Wir beten für alle, die ein neues Zuhause suchen, dass wir sie nicht draußen vor der Tür stehen lassen, sondern sie bei uns aufnehmen. Wir beten für alle, die gestorben sind, dass Gott ihnen eine ewige Heimat schenke. Gott, unser Vater. Guter Gott, in deinem Sohn Jesus Christus dürfen wir dich an unserer Seite spüren. Das gibt uns Kraft und dafür danken wir dir durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Guter Gott, wir haben die Gaben bereitet für diese Eucharistie am Heiligen Abend. Und in diesen Gaben wirst du bei uns sein. Sieh aber auch auf die Gaben, die viele bei der Adveniat-Kollekte spenden. Sie sind für die Menschen in der dritten Welt, die in Not und Elend leben. Lass diese Gaben zum Frieden und zur Gerechtigkeit auf der Erde beitragen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort. Und in diesem Geheimnis erstrahlt uns das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um so die Liebe in uns zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres:
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heiliger Gott, unsere Dankbarkeit wollen wir dir zeigen. Brot und Wein haben wir heute am heiligen Abend zum Altar gebracht und bitten dich, mach diese Gaben zu Jesu Leib und Blut. So können wir dir darbringen, was du uns geschenkt hast und den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn als Jesus am Abend vor seinem Tod mit seinen Aposteln zu Tisch saß, da hat er Brot genommen und dir gedankt. Er hat es gebrochen, seinen Freunden ausgeteilt und zu ihnen gesagt, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann hat er den Kelch mit Wein genommen und er hat ihr noch einmal gedankt. Er hat ihn seinen Freunden gereicht und zu ihnen gesagt, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann sagte er, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Vater im Himmel, dein Sohn Jesus Christus führt uns zu dir. Nimm uns an, wie du ihn angenommen hast, und führe uns zusammen um deinen Tisch. Schenk uns den Leib und das Blut deines Sohnes und lass uns die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben spüren. Vergiss die Menschen nicht, die uns am Herzen liegen. Unsere Familien, die Freunde, alle, mit denen wir zusammen leben. Hilf aber auch allen, die jetzt besonders ausgegrenzt und vereinsamt sind oder krank, die unter Krieg und Terror leiden oder auf der Flucht sind. Und vergiss die Toten nicht, die sich auf dich verlassen haben. Wir bitten dich auch für die Menschen auf der ganzen Welt, dass sie dich und deinen Sohn immer besser kennenlernen und dass wir alle zusammen dir aus ganzem Herzen mit Christus danken. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir wollen jetzt miteinander mit den Worten beten, die wir von Jesus kennen. Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und wir bitten dich um Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du starker Gott und Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, der kann spüren, dass Gott sein Leben ganz nah begleitet.
Lasst uns unsere Lichter anzünden an dem Stern von Bethlehem und in der Stille durch die Nacht gehen. Wir müssen uns nicht unentwegt fragen, ob das wohl alle Finsternis vertreibt. Um an Weihnachten glücklich zu sein, brauchst du Licht und Wärme. Du brauchst Licht im Herzen, um Sinn in deinem Leben zu sehen. Und du brauchst Wärme, die Liebe der lieber Menschen, die dich gern haben. Jedes Herz kann eine Krippe sein, in der die Liebe geboren wird. Lasset uns beten. Guter Gott, wir haben heute die Geburt deines Sohnes gefeiert, unter ungewöhnlichen Bedingungen. Aber er ist auch unter ungewöhnlichen Bedingungen Mensch geworden wie wir. Lass uns dieses Licht ausstrahlen, das er in unser Leben gebracht hat, damit du auch in uns Mensch wirst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Am Schluss dieses Gottesdienstes gilt es vielen zu danken. Zunächst mal dem Gottesdienstkreis, aus dessen Kreisen das Stück, das Krippenspiel geschrieben, geprobt und eingeübt wurde. Und das war eine richtig schöne Leistung, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Natürlich auch den Kindern, denen es aber auch ganz viel Spaß gemacht hat, in den letzten Wochen dieses Krippenspiel zu filmen. Aber es hat auch schon Durchhaltevermögen erfordert. Frau Dagmar Seufert, Sopran, hat die Lieder gesungen, die wir leider heute alle nicht singen dürfen. Und Ingo Samp hat uns an der Trompete begleitet, unser Kantor und Organist Jürgen Seifert an der Orgel und ganz viele haben im Hintergrund mitgewirkt. Allen sage ich ganz herzlichen Dank. Im Übrigen noch einen Gruß auch an all die, die zu Hause sind und krank sind oder die jetzt vereinsamen. Ihnen gilt unser Gruß aus der Gemeinde im Ganzen, im Namen des ganzen Pastoralteams ganz besonders. Aber auch Ihnen allen, die Sie jetzt im Internet mitgefeiert haben oder auch hier sind, eine gesegnete Weihnacht. In Olpe wird nicht Weihnachten, ohne dass wir gleich nach dem Schlusslied den alten Zimmermann gehört haben. Und das werden wir auch hier natürlich tun können. Ich gebe Ihnen jetzt den Weihnachtssegen mit nach Hause. Und dann, wie gesagt, nach dem Schlusslied dürfen Sie den alten Zimmermann genießen. Jeder, der in Olpe zuhört, weiß, was das ist. Der Herr sei mit euch. Es segne euch alle und eure Wege, gerade in dieser schwierigen Zeit. Der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, gehet hin in Frieden.